Willkommen zurück. So. Seid gegrüßt, Reisender. Wir gehen nach Rifton. Und zwar ins Bienenstich und suchen Kefra oder Kevara oder wie auch immer der oder die heißt. Ich glaube, das war der Gonia. Der wird uns eine Quest geben, die uns dann von dem Vampirismus heilt. So. Weil es hier im Himmel zwar ein bisschen warm ist, ziehe ich mich jetzt mal aus für euch. Keine Sorge, ich habe noch ein T-Shirt an. Ups, jetzt habe ich X gedrückt. Und wie geht's euch so? Ich liebe Ladezonen. Ladezonen sind das Beste. Macht jemand mal ein Best-of hiervon? Och, Menno. Ladezone, geh weg. Ich will spielen. Los. Ich steck schon eine Minute in der Ladezone. Hallo? Spiel? Geh doch. Du bist ein i7-Prozessor. Tu was für deine Leistung. So, ich will zum Typen, der sich Kutscher nennt. Sind die Pferde und die Typen immer noch tot? Ja, das Pferd nascht wie eh und je immer noch an dem Toten. Warum auch immer. Oh Gott. Soll ich euch mitnehmen? Warum habe ich jetzt schon erst 19? Toll. Na, ich hoffe, das bringt mich, Ich kann euch zu jeder Hauptstadt der Fürsten. Wohin soll's gehen? Ich möchte gerne nach Rifton. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Passt den Rifton gut auf euch auf. Dort gibt es viele Möglichkeiten, Ärger zu bekommen. Nur ich bin Herr der Diebesgilde. Es wird schon wieder richtig heiß drauf. Ah, er hat Serana gesehen. Da hat er gesagt, es wird schon wieder richtig heiß. Ja, das geht mir genauso. Wir müssen stets immer... Alter Verwalter. So, schnell in Rifton rein. Hier taucht ab und zu ein Drache auf. Und auf den habe ich keine Lust mit null. Ich bin schon wieder auf Pink. Das heißt, wenn das Pink verschwindet, bin ich geheilt. Wenn das Pink bleibt, gibt es ein Problem. Alles in allem will ich mal einen separaten Speicherstand haben. So, 3 Uhr nachts ist nicht gerade besonders gut. Wir warten einfach mal ein paar Stunden. So, 8 Uhr sollte gehen. Stand da uneasy to curse oder... Ich konnte es nicht lesen. Die Uhr war im Weg. Wenn ihr Münzen habt, seid ihr am richtigen Ort. Setzt euch doch. Ich möchte mich aber nicht setzen. Ich möchte gerne geheilt werden. Ich sehe alles in Rot. Wenn ihr Münzen dabei habt, seid ihr hier willkommen. Andernfalls solltet ihr gehen. Was gibt's hier so in der Stadt? Wenn es stimmt, wow. Dass die Drachen zurückgekehrt sind, was bedeutet das dann für uns? Ist das der Anfang vom Ende? Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Es heißt, Valion von Mortal hat Vampire, Draugr und alles, was mit Untoten zu tun hat, studiert. Begonnen. Erwachen im Morgengrauen. Die Tür danke. Ist da drüben. Warum benutzt ihr sie nicht einfach? Das ist ein guter Tipp, danke. Werde ich auf jeden Fall machen. Falion, mein lieber Freund, du wirst uns zurück ins Morgenlicht führen. Falion in Mortal soll angeblich ein Vampirexperte sein. Vielleicht kann er diese Krankheit heilen, die uns schon seit mehreren Folgen plagt. Die uns aber auch gute Dienste erleistet, muss ich mal sagen. Also da sind ja tolle Effekte teilweise, die mit drin sind, aber... Dame Snilf ruckelt durch die Welt.
In Mortal? Ach, fick dich. Du, das überspringe ich jetzt einfach mal, weil... Stellt euch vor, wir sind rausgegangen und mit einem Kutscher gefahren. Das habe ich jetzt soeben gemacht. Nur, dass es kostenlos war. So. Bitte kein Drache, bitte kein Drache. Wenn ihr mit den Schlössern hier herumspielt, werden wir ein richtiges Problem damit haben. Voljon, Hilfe. Meine Fähigkeiten werden hier sehr gebraucht, damit Mortal weiterhin sicher ist. Ich habe gehört, dass ihr ein Experte auf dem Gebiet des Vampirismus seid. Ich weiß vieles. Ich habe Dinge studiert, die den meisten Menschen gar nicht zugänglich sind. Habe die Ebenen des Reiches des Vergessens bereist und habe Dinge gesehen, die keiner sehen sollte. Ich habe Daedra und Vemer und alles dazwischen getroffen und ich weiß genug, um einen Vampir zu erkennen, wo andere nur einen Menschen sehen würden. Dann schau mir in meine Augen. Woher wollt ihr wissen, dass ich ein Vampir bin? Während meiner Erforschung lebensverlängernder Magie habe ich mehrere von eurer Art kennengelernt. Ich habe sogar erwogen, selbst ein Vampir zu werden. Aber schließlich würde Vampirismus mein Mündel Agni in Gefahr bringen, was dem angestrebten Zweck zuwiderlaufen würde. Ich suche ein Heilmittel. Dafür ist ein gefüllter schwarzer Seelenstein erforderlich. Ihr werdet jemanden töten müssen. Wenn ihr einen Stein habt und ihn gefüllt habt, kommt wieder zu mir und ich werde das Ritual durchführen. Ich werde Leben in euren toten Körper bringen, Vampir. Mutter und Vater sind seit Jahren tot. Jetzt kümmert sich Valion um mich. Das ist schön. Wartet hier bitte. Ich werde hier sein. Mortal ist ein Ort in Bedrängnis und es ist meine Pflicht dafür zu sorgen, dass wieder Ruhe und Frieden einkehrt. Guck mal, wie viel der will davon. Ich habe einen gefüllten schwarzen Sicher hier schon welche. Sehr gut. Kommt in der Morgendämmerung zum Beschwörungskreis in den Sumpf. Wir werden die Kreatur, zu der ihr geworden seid, bannen. Triff Faljon bei Sonnenaufgang. Ja. Die letzten Stunden eines Vampirs. Ihr wollt sich ja noch einmal sehen, ne? Wir werden es mit dem nächsten Charakter irgendwann auch noch mal sehen, also das ist kein Problem. Wir werden, weil wir nämlich rein müssen, werden wir gezwungen. Also sein, ich werde mich mal hier verwandeln, da ist es nicht so schlimm für andere. Logan als Vampir. Und, ja. Toll. Die Power fluktuiert. Würde ich mal übersetzen. Mit anderen Worten, meine Macht verschwindet. Ich bin total auf Null. Es ist, ich will fast sagen, der perfekte Zeitpunkt, um... Soll ich vor oder... Bei, ne? Ja. Faljon in Mortal kennt ein Ritual, mit dem man Vampirismus heilen kann. Ich soll ihn bei Sonnenaufgang in der Schwarzmarsch treffen. Dort wird er das Ritual abhalten. Ich darf nicht blutdürstig sein, wenn ich ihn treffe, sonst wird er mir nicht vertrauen und sich weigern, mir zu helfen. Ich darf nicht blutdürstig sein. Ist mir scheißegal. Hölle. Wie hoch springe ich? 20 Kilometer. Whee!
20.000 Kilometer. Pfiou. Es sind doch schon genug. Na, dann nicht. Gut, ich speichere mal ab mit Quick Save. Mit Quick. Ein Bauch voller Met wäre mir wahrscheinlich viel wärmer und fröhlicher zumute. Ich könnte mich eigentlich hier mal. Ach nee. Ich wage es lieber nicht. Mir ist scheißegal, ich will kein Vampir mehr sein. Ich habe ihn angestaut, er ist mir dann. Ach egal. Feuern? Gut, ihr seid hier. Bringen wir es hinter uns. Wie ihr wünscht. Warte, bis Feuer das Ritual verendet hat. Ich stimme ihm meinen Kreis. Ich rufe die Reiche des Vergessens. Die Heimat derer, die nicht unsere Vorfahren sind. Oh Gott. Moment. Antwortet auf mein. In Flehen. So wie es im Tod neues Leben gibt, gibt es im Reich des Vergessens einen Anfang für das, was geendet hat. Ich rufe diese Macht herbei. Nehmt die Seele an, die wir darbieten. So wie die Sonne die Nacht beendet, beendet die Dunkelheit dieser Seele. Bringt das Leben in die Kreatur zurück, die ihr vor euch seht. Das Ritual ist abgeschlossen. Echt? Ich sehe keinen Unterschied. Bist du sicher? Bin ich kein Vampir mehr? Offensichtlich hat es geklappt. Cool. Ja, Logan. Ist. Du bist mir was schuldig. Meine Fähigkeiten werden hier sehr gebraucht, damit Mortal weiterhin sicher ist. Ja, sicher. So, ich warte übrigens bis Sonnenaufgang. Hat nämlich einen einfachen Grund. Zwei Stunden. Einer hat schon gereicht. So. Dann können wir nämlich ein ordentliches Bild machen. Logan. Ex-Vampir. So. Zack. Dann kann ich die Mod nämlich auch gleich rausschmeißen. Damit die mich nicht mehr nervt. So einfach ist das. So. Gut. Aber ihr seht. Keine Probleme mehr. Gut, wir sind immer noch Werwolf, ne? Das ist. Ja, guck mal, Beastform. Das ist immer noch drin. Manche von euch würden sagen, es war eine schlechte Idee. Ich finde, es ist eine gute Idee. Vampirform ist so das Einzige, was mich richtig anstört. Was mich schon die ganze Zeit gestört hat. Und jetzt mit dieser Mod noch mehr.
Jetzt bin ich froh, dass ich das gemacht habe. Ha! So, Serana abholen. Ja. Und wir können uns wieder in einen Vampir verwandeln. Nee. Habt ihr in Betracht gezogen, euch vom Vampirismus heilen zu lassen? Darüber rede ich nicht mehr mit euch. Oh, ist ja gut. Was gibt es? Komm mit. Ich sagte, komm mit. Mal los. Wie die so zickig ist auf einmal, ne? Naja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Was hast du zu sagen? Ich grüße euch. Was ist mit dem abgebrannten Haus? Es bringt Unglück, über diesen Ort zu reden. Der Jarl sucht jemanden, der nicht so abergläubisch ist. Aber meiner Meinung nach sucht er jemanden, der komplett verrückt ist. Hey, begonnen die letzte Ruhe. Das klingt gut. Sprich mit dem Jarl. Vielen Dank fürs Zusehen und bis morgen.